Sonnle, moin moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die mit unserer No-Schusswaffen-Challenge hier. Ich pack mal direkt das Moped aus, wir sind immer noch im kalten, kalten Norden hier. Ich zeig's mal, wir sind ja hier irgendwo gestorben. Ich habe dann unter Einsatz meines Lebens das Moped wiedergeholt. Bin hier die Straße noch ein bisschen weitergefahren. Hier ist ein Militärstützpunkt, so mit Raketensilo und so weiter. Da will ich jetzt nicht rein. Nicht einen Tag vor der Horde. Und ich bin weg. Tschüss. Tschüss, Bär. Ich würde sagen, wir machen heute Folgendes. Und zwar, hier unten sind ja wir. Das ist jetzt ein weiter Weg, ne? Da kommt die Wüste. Wir fahren jetzt einfach mal hier rechts entlang, die Straße. Da kommt schon Lumberklaus. Der will wieder einen auf die Mappe haben. Und dann gucken wir heute einfach, was da so los ist. Und dann werde ich bis zur nächsten Folge einfach noch hinten den Weg doppelt ausbauen, die zweite Blade Trap zusammensammeln, an die Wand batschen und dann sehen wir uns nächste Folge dann in der Tag 21 Horde und testen mal, wie das so funktioniert, was wir da vorhaben, ja? Würde ich sagen. Das heißt, heute noch ganz ruhig gechillt, einfach ein bisschen looten, gucken, was hier so los ist im kalten Gebiet. So, Honig schon mal nicht. Sind wir eigentlich überladen? Noch nicht, aber es fehlt nicht mehr viel zum Überladen. Es fehlt nicht mehr viel. Wir haben 13 Stück. Ich repariere das jetzt erstmal alles hier. Das gibt mir auch einen Keks. Ich mag das nicht, wenn die alle so leer sind da. So, guck mal. Hier geht eine Straße rein. Wo geht das hin? Wenn das einfach umgeht, müssen wir wieder umfahren. Gucken wir mal, wo das hingeht. Nö, da ist ein Haus. Dann gucken wir hier nochmal rein. Oder? So. Der erste Kommentar kommt übrigens vom Clay. Der schreibt: Moin Ede, für Pilze kein Beet verschwenden. Die kannst du einfach an die Wand klatschen und züchten. Ich weiß, Clay, ich weiß, aber die Beete, die wir da haben, die reichen eigentlich schon. Und ich möchte die gerne auf einem Feld haben. Das bricht doch ein, oder? Hallo? Ruhe. So. Also ich mache die immer in ein Beet. Ich weiß, dass die auch an der Wand, an der Decke und sonst wo wachsen. Aber nö, ich will die schön im Beet haben. Oh, frische Luft hier. Ganz schön kalt beim Kacken. Brrr. Das nenne ich mal Freiluftbahn. So, gib mir das, gib mir das, gib mir das. Lass die Sachen ganz da oben. Nix hinter. Okay, wer ist hier drin? Das ist nix für Epileptiker hier. Definitiv nicht. Wir wollten ja eigentlich ein bisschen Fleisch sammeln, ne? Also kommen wir auch nicht zu. So, hast du es endlich runtergeschafft? Komm ich nämlich hoch. Da ist sie. Da ist sie, die gute Wilma. Haben wir eigentlich wieder einen Punkt? Nee, ne? Doch, einen haben wir. Aber den behalte ich jetzt mal. Können wir später einsetzen. Ja, viel scheint hier nicht zu sein, wenn ich das so sehe. Aber wir haben es durchsucht. Dann das hier zum Beispiel können wir schon mal mitnehmen. Das ist super. Und ich finde es echt erstaunlich, dass wir immer noch kein, wie heißt es, kein Helmlicht haben. Das ist so übel. Das ist mir noch nie passiert, dass wir so lange darauf warten. Sag als wie mit dem Messbecher damals. Alpha 17 war es. Gibt es hier Messbecher? Das war das LP. Musste mal gucken. Älteres LP schon. Von der Alpha 17. Das war so lustig, wo sie damals die IDs getauscht haben. Von Grace, von dem großen grünen Schwein und von den Geiern. Wurden die dann wohl getauscht. Dann hatte ich das natürlich nicht geupdatet, ja, oder. Und dann hatte ich statt Geiern alles riesengroße grüne Schweine auf dem Dach sitzen. War total lustig. So. Hier ist auch nichts. Nö, ist dahinter was? Nö. Geiles Haus. Lohnt sich voll hier. Krass. Bin dann mal wieder weg. So, die Sachen ganz. Unglaublich, ey. Alles kaputt hier. Immer diese Randalierer. So, das heißt, das haben wir fertig. Ab zum nächsten. Beziehungsweise Straße weiterfahren. Wir wissen nicht, was da kommt. Mal gucken. So. Spritztour im Schnee. Ne? Sebastian schreibt: Hallo Edel, ich glaube die Tierwelt, Hund, Bären, Geier und Boomers setzen dir mehr zu als die Zombies. Viele Grüße. Könnte sein, könnte sein. Die haben halt ein bisschen mehr HP und hauen heftigere Kellen.
als die Zombies. Zumindest noch. Wer weiß, wie das wird. Ich bin auch gespannt, ob da jetzt dann schon die ersten Verstrahlten kommen und so bei der dritten Horde. So langsam sollten sie eigentlich kommen bei unserem Game Stage von 75. Oder aber erst bei 100. Wer weiß. Number Klaus kommt auf jeden Fall da hinten. Hui, da fliegt's. Sehr gut. Ja, damit. So. Nicht vergessen, wenn du das hier siehst, heute Abend, 18 Uhr, wieder 7 Days to Die. Auf YouTube. Ja. Schickes Strömchen von 18 bis 20 Uhr. Freue mich da, jeden von euch begrüßen zu dürfen. Finger weg. So. Ah, oh, da wird's schon wieder grün. Das ist gut. Nein, ein Bär. Warum ist... Er bewacht seine Beute, den toten Lamberklaus. Tja, damit hätte er nicht gerechnet, ne? So, Thomas schreibt, wieder mal eine schöne Folge. Der Puma war wohl zu spielerisch. Schönen Gruß an alle Enoten und hier dich. Mach weiter so. Natürlich. Was ist das denn hier? Ein Haus. Wie kommt das denn hier hin? Da kommt schon die Wüste, okay. Alles klar, dann gucken wir mal, würde ich sagen. Hallo, jemand zu Hause? Familie Spike wohnt hier. Kann ich die mitnehmen? Nein. Schade. Auch sehr leer, ne? Na, komm runter. Okay. Ich glaube, das Haus kenne ich noch, ne? Kann das sein? Ah, das ist so ein bisschen wie das ganz früher aus der Alpha 16. Habe ich immer geliebt. Da habe ich ja alles weggemacht. Dann habe ich mich hier oben eingenistet. Da kommt er. Herr Kaiser, wie geht's Ihnen? Sicherungsgeschäft läuft schlecht, oder? Ah, hau du wieder rum. Komm hoch. Aber hier ist auch nichts drin, ne? Hier ist nur Mist. Was? Diese kleinen verbrannten Butzen, wo nichts drin ist. Außer dem Bett oder einem Mac-Speck in der Ecke. Dankeschön. So. Also nichts wirklich Weltbewegendes, muss man sagen. Nur Elton. Der hängt überall rum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, vielleicht ist unten was drin, wer weiß. Badezimmer, nix. Medizinschrank. Mhm. Ihr dürft auch reinkommen, Leute. Wie viele Türen hat das Ding? Hallo! Bist du hier? Etwa eine Wanderhorde? Na? Aua. Ey, nur die Typen, ne? Nur die Typen. Komm her hier. Lass den Baum in Ruhe. Condemned, keep out. Alles klar. So. Also, zweiter Haus, auch nicht viel drin. Bäh. Sascha schreibt, hallo lieber Edo und Edenauten, liebe Grüße an alle. Ich mache das auch so mit dem Beten. Sieht auch schöner aus, wenn alles zusammensteht. Vielen Dank für deine tollen Videos. Nichts zu danken, immer gerne Sascha. Und ja, ich mag es so auch lieber. Wie gesagt, ich weiß, dass die Pilze auch an den Wänden wachsen, an den Decken und was weiß ich wo. Aber es sieht einfach schöner aus so. Es schneit... So, gucken, wo die Straße hingeht. Wir fahren hier echt einfach geradeaus, aber da fängt schon die Wüste an, wie man sieht. Was ist da? Ist das so ein klitzekleiner hier? Ist das Wüste? Echt jetzt? Warum ist da Wüste? Oh nein, wir erfrieren. Bist du sicher? Diesmal lasse ich dich in Ruhe. Keine Lust wieder zu laufen. Eieieiei. Hallo Hasi. Was Schwein gehabt? So, was ist denn hier? Da geht's auch noch hin. Ist wieder ein Haus. Ein größeres. Tag. Jedet ihn. Flossen weg. Der haut mich einfach.
schon sehr provisorisch aus hier. Benzin können wir gebrauchen. Da ist echt immer so viel Benzin drin. Aber bringen wir sie nicht auf komische Ideen. Fällst du auch mal um hier? So. Da drin. Was ist das hier? Geländefahrzeugscheinwerfermod. Okay. Könnten wir einbauen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Licht kriegen an unserem Moped, wenn das da drauf passt. Können wir gleich gucken. Können wir wenigstens damit Licht machen. Ja, ich komme jetzt gleich. Keine Angst. Ich muss erstmal in den Keller hier. Mr. Polizisto. Gott sei Dank. Was wächst da Grünes? Da was? Ich glaube, das ist ja nicht umsonst da, ne? Ne. Gucken, ob die Olle da kommt. Geh weg. Wusste es doch. Da kommt wieder irgendwer von draußen rein. Oh, auch keine brennende Schaftmod. Nix, ne? Guck mal, wie liebevoll die Gebäude hier gestaltet sind, oder? Schön, ne? Oh, was ist hier los? Was ist halt alles so dunkel hier? Halt die Klappe. Wow! Alter! Wo kommt denn der jetzt wieder her? Nein, lass mich in Ruhe! Verpiss dich! Tür zu! Hui! Alter, wo ist das Moped? Wo kam der denn jetzt her? Da ist noch einer. Keine gute Idee. Guck dir das an. Zwei Bissen und wir sind halb tot, ey. Wollt doch nur gucken, was es da zu holen gibt. Du dummes Vieh. Oh. Ja, und wer kommt direkt? Der Geier, natürlich. So, blödes Haus, da will ich nicht hin. Komm her, wo bist du? Weg mit dir, ey. Mann. Ja, ja, okay, aber der Puma da. Da steht da ein Puma am Haus. Hui. Alter Falter. Ich meine, wir brauchen Fleisch, aber nicht so. Brauchen wir erstmal vernünftige Rüstung hier. Schwere Rüstung und dann geskillt. Nimmt das hier auch irgendwo ein Ende oder fahren wir jetzt 10 Kilometer in den Osten? Das würde mich mal interessieren. So, leicht rechts rum. Sehr gut. Ich tue mal gerade hier ein bisschen scrollen, ja. Die Folge scheint euch nämlich gefallen zu haben. Da haben wir jede Menge Kommentare. So, Süden. Das heißt, ich hier so runterfahre, kommen wir da. Wir machen mal so, ja, zum Nitrat. Guck mal, hier sind auch noch Gebäude. Vielleicht finden wir da ja was, was wir sammeln können. So, und mit den Kojoten traue ich mich, mich anzulegen. Die anderen müssen nicht unbedingt sein. So ein Puma. Wir haben es ja gesehen. Die machen dann doch ein bisschen Aua. Reparieren. Ich will doch nur das Gebäude öffnen. Komm her. Mann, Mann, Mann. Ich darf noch nicht mal einen Scheinwerfer hier reinmachen, ne? X. Wo ist er denn überhaupt? Du gehst auch wieder weg. So, wo ist der Scheinwerfer? Da kannst du nämlich reinpacken. Sehr gut. Nachtanken kannst du auch direkt. Wunderbar. Los geht's. Na, schauen wir mal, was hier so ist in der kleinen Westernstadt. Oder was das ist. So groß scheint die ja nicht zu sein. Ah, das Problem ist nur, wir sind auch voll bis oben hin. Lalalalala. Lathan Hardware, da könnten wir schon reingucken. Siehst du? Duke's General. EZ Goods. Und wer hätte es gedacht? Hallo, Herr Geier. Kommen Sie her. Ah. Im Karton. Hallo? Alle rauskommen. Also gerade war er am Erfrieren, jetzt ist er... ist das warm. Kommt schon wieder einer. Ey, ich hab dich getroffen. Ach. Der... Müssen jetzt aber reingehen, das nervt.
den ganzen Geiern hier. So, die nächste. Oh, danke. Bringt viel Stahl mit, nice. Dann haben wir ja gleich alles, was wir brauchen. 9, das heißt 4 Stahl brauchen wir noch. So, was ist denn hier? Lass mal gucken. Hier rein kommen schon mal keine Geier. Das ist gut. Das hier. So, da kannst du nichts nehmen. Mal wieder dunkel wie sonst was hier. Oh, eine Werkbank. Die nehmen wir natürlich mit. Vielleicht kommt da ja was raus. Der liebe Klaus schreibt, oh guck, hier fängt es an zu schneien. Oh, ein Stein. Reim kann er auch noch. Moin, moin, lieber Ede. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Mein Wochenstart war recht angenehm. Mal was stressfreier. Und morgen erstmal zu Hause bleiben und Überstunden abbauen. Was will man also mehr? Hast du dir verdient, Klaus, auf jeden Fall. Wie immer eine tolle, lustige Folge. Hast uns drei wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke dafür und natürlich vielen Dank für deine Zeit und Mühe. Liebe Grüße an dich und alle Edenauten. Und dann schreibst du noch direkt unter deinem eigenen Kommentar, warum baust du dir nicht einfach noch ein Moped, um dein Moped zu holen? Motoren hast du ja nun und so könntest du immer eins in der Homebase haben, falls du mal wieder stirbst und das Moped vergisst. Passiert ja unter Umständen ab und zu mal. Was? Nein. Kann gar nicht sein. Ich bin unfehlbar. Ruhe da. Warum droppen die hier immer Säcke? Noch 2. Perfekt. Vielleicht waren das ja hier Stahlarbeiter, wer weiß. So, das nehmen wir mit. Sehr, sehr gut. Rolf schreibt, echt klasse, Ede, die Idee mit dem Moped, oder? Gemeinsam ist man stärker. Jo, die war gut. So, was hier drin? Wo geht's hier hin? Ins Verderben geht's hier, retten wir. Hallo? Wusste ich doch. Ha! 2 Fertigkeitspunkte. Wie, das war's jetzt hier? Echt jetzt? Stacheldrahtmod, geil. Die wir nicht wollen, ne? Die Stahlspitzenmod möchte ich eigentlich haben. Dass die hier weniger Rüstung kriegen und mehr auf Omme kriegen, das wäre ganz gut. Aber nö! Sieht's eigentlich vom Platz aus her? Mager. Die können wir essen. Die können wir essen. Den können wir essen. Da haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Wir haben auch schon wieder einen Motor. Woher weiß kein Mensch. Aber wir sagen nicht nein. So. Bam. Bam. Und weg damit. Sehr gut. Die nehmen wir noch mit hier. Und dann sind wir jetzt gleich eh voll. Runter da. Upp. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Ob jemand mal auf die Idee kommt, hier oben aufs Dach so dann 10 Hunde zu stellen. Ja, glaube ich auch lustig. Allerdings nicht für den, der dann hier looten will, wenn da auf einmal so 10 Hunde stehen. Oh, was ist das hier? Rahmenwürfel, was ist da drin? Was zu essen? Kneipenschlägerei, aha. Grundlegende Schläge verursachen 10% mehr Schaden mit Fäusten, Leder, Eisen und Schlagringen mit Stacheln. Okay. Lernen wir. Super. Jetzt bitte runter hier. So und so. Was auch immer da zusammengefallen ist. Ich glaube, wir fahren jetzt besser nach Hause, weil wir haben einfach keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Wir wissen jetzt, dass das Westerndorf hier ist. Da können wir immer noch mal looten gehen. Hinten beim Nitrat ist nicht so weit. Da könnten wir ein bisschen Nitrat sammeln. Und dann schauen wir mal. Achim the Giant schreibt, Minute 16:38, das schafft nur Ede. Stimmt nicht. Hab auch schon angesehen, die so Pirouetten machen. Mit dem Moped. Keine Ahnung, wenn man da halt an der Kante hängen bleibt, dann ist das so. Ne? Da macht man dieses Hui. So ist es. Kai schreibt, hey Ede, sorry, ich dachte in Vanille ist es wie bei der Apo. Da brauchst du ja für den Generator einen Motor. Auf jeden Fall wieder eine amüsante Folge. Aber denk dran, Puma böse. Danke für deine Arbeit. Ja, Puma ist böse. Auf jeden Fall. Ach. Er hat uns ordentlich verdroschen. Das muss man ganz einfach zugeben. So. Mr. Waschi-Waschi. Der will sich bestimmt waschen. Das gibt Rache.
So, und wir haben noch zwei Punkte. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir die einsetzen, wenn wir zu Hause sind und das ganze Zeug einsortieren. Da könnte man auch schon mal gucken, wo und wie wir die Mauer setzen. Dann brauchen wir noch ein großes Rolltor für unsere Fahrzeuge. Weil Gyrokopter, hier nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn man jetzt mal guckt, was wir hier gefahren sind. Einen riesengroßen Kreis. Aber wir haben endlich mal ein bisschen erkundet. Das heißt, jetzt wissen wir, wo alles ist. So. Sehr schön. Hier unten übrigens, wo ich lang gefahren bin, man sieht ja hier den Weg. Hier so ist eine größere Stadt im Verbrannten. Aber da wollte ich dann nicht reingehen. Nicht alleine, wenn dann zusammen und wenn nach der Horde. Was macht der Hirsch denn hier in der Wüste? Kriegen wir den? Wohl eher nicht, ne? Nein. Hör doch mal auf Zickzack zu laufen, lass dich überfahren. Alter. Komm her, brauch ein Fleisch. Er will nicht. Er will nicht. Er will nicht. Na komm, lass ihn. Du machst zu wenig Schaden. Das dauert mir zu lang. Ich würde schon gerne an den Loot vom Bären kommen, ne? Aber die machen halt richtig Aua, ne? Die Bären, die vermöbeln uns. Ich meine, so könnten wir natürlich auch unser Biohazard loswerden. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sich ständig sterben zu lassen. So. Ach, guck mal. Sascha schreibt nochmal, mach doch nur am Ende zwei Reihen nebeneinander. Und doch den Motor brauchst du, um ihn in den gebauten Generator reinzutun. Stimmt. Und ja, genau das hatte ich vor mit den zwei Reihen. Werden wir jetzt auch noch gerade machen. Dran stellen. Müssen wir auch noch die Stängelchen machen. Die kommen auch noch rein. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt, was das gibt. Ah, die Ecken, da müssen wir noch machen. Guck mal, hast du gesehen? Da ist noch Pappe. Hier. Da ist noch Pappe, so geht das nicht. So, haben wir denn das Zeug dabei? Hoffe doch, gucken wir mal. Du hältst die Klappe. Irgendwo da hinten ist sie. Er muss weg. Kann sich nur um Stunden handeln. So. Und Rolf schreibt, Ede, das mit dem Moped, das ist nicht das Spielschuld. Das Moped ist nichts für grobes Gelände. Also Jeep bauen, wenn du querfeld ein unterwegs sein möchtest. Nee, der Jeep ist kacke. Der gefällt mir nicht. Den nehme ich nicht. Wenn, dann Motorrad. Also, ach, die hüpft bestimmt hier hoch und will hier von innen rein. Wetten wir. Oder sie kommt hinten rum. Mal gucken. Wo bist du? Komm her. Nee. Guck, da hüpft sie. Boing. Schön. Lassen wir sie mal in Ruhe. 125 pro Schlag, das dauert schon ein bisschen, aber kriegen wir hin. Ist zwar schade um den Beton hier, aber zu Hause ist wieder einiges Neues dran. Eine Türe brauchen wir auch noch, dürfen wir nicht vergessen. Kenn mich ja. Lass ich das da offen? Dann ist da irgendwer drin gleich. Oder nachher bei der Horde. Das wäre nicht so gut. Na, hast du es geschafft? Hallo, lass die Sachen ganz. Komm her. Junge, bist du hohl. War eigentlich andersrum gedacht, aber bitteschön. So. Sehr gut. Her damit. Rolf schreibt, hey Rolf, ich muss dich mal loben wieder. Du schreibst so viele Kommentare. Jetzt wieder Motor für Generator, du finden musst. Gefunden den Motor, wir haben schon längst. Oder? So. Dann schreibt er noch, tja, reize keinen Puma. Naja, doppelt gestraft, da das Moped jetzt dem Puma gehört. So ungefähr. Er hat auch drauf gesessen und versucht mit dem Helm Fahrstunden zu nehmen, als ich da ankam. Aber das konnte ich leider nicht zeigen, wegen Copyright und so. Er wollte mir nicht die Rechte geben. Der Sack. Deswegen seht ihr leider keinen Puma auf dem Moped durch die Gegend fahren. So und so wollten wir das ja haben. Ne? Das muss dann nur noch aufgewertet werden. Hier kommt die
Blade Trap hin. So, Copy Shape. Und dann müssen die hier natürlich so weiter. Hier können wir dann weg. Die müssen doppelt. So. Das muss doppelt. Und hier kannst du das dann auch doppelt machen. So, das heißt, ich muss noch die Seite hier aufwerten. An den Ecken das Zeug. Die hier unbedingt aufwerten, die ich immer wieder vergesse. Aber das sind halt die äußeren. Die man auch echt schnell vergisst. Die muss man eigentlich immer als erstes direkt aufwerten. Jetzt gehen wir erstmal das Zeug wegbringen. Einen Honig nehmen, wenn wir noch einen haben. Sonst müssen wir einen suchen. Und dann schauen wir mal, wie weiter die ganzen Schmieden sind. Unten schreibt Rolf nochmal. Also Motoren hätte ich 2 Dutzend. Hätte dir ein paar abgeben können. Ja, falsches Spiel, ne, Rolf? Vanilla und Arponau vertragen sich, glaube ich, nicht so gut miteinander. Da gibt es immer nur entweder oder. Und nicht beides. So. Ihr seid wieder gewachsen, Jungs und Mädels. Anbau. Okay, dauert noch was. Zack. Zack. Wie sieht's hier aus? Also Beton haben wir genug, wie man sieht. So, rein mit dem Zeug. Wupp. Wupp. Oh, schön. Endlich wird das immer was leerer. So. Erste Hilfe noch. Dann hier. Das Zeug. Das Zeug. Auto und Elektro. Das da rein. Batterien und Motor rein. Da haben wir sogar schon 2 Motoren, wie gesagt. Sehr gut. Den tue ich mal auf Seite. Den müssen wir da auch noch irgendwo hin tun bei uns. Der Zahnstocher kann auf Seite. Das kann auf Seite. So, das ist auch noch eine Mod hier. Was ist das? Das ist ein großer Motorwerkzeugtank. Der kann da rein. Ja, Händler kann das hin, das hin, das hin, das hin. Oh, ist voll. Verdammt. Dann mach weg. Und der Rest wird klein gemacht und eingeschmolzen. Ist hier was drin? Nein. Ist hier schon einer drin? Ja. Dann kommt jetzt hier rein. So, wo ist er? Da ist der Le Amboss. Rein da. Klein machen, klein machen. Klein machen, klein machen. Klein machen. So, weg damit. Werkbank, Werkbank. Die können wir behalten. Sehr gut. Wie sieht's aus mit Pflastersteinen? Die müssen wir mitnehmen. Das müssen wir mitnehmen. Dann können wir das ja vielleicht doch noch gerade zusammen machen. Wir müssen nur mal gucken, wie viel wir hier... Wie wir genau 13 haben, ne? Genau 13. Ach. So. Lass mal gucken. Klingen, Falle. 13, 13, 10, 8, 13. Okay. Also nochmal. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Da müsste die passen. So, fertige Reste wieder wegräumen. Dann können wir schon mal einen Motor mitnehmen, auf jeden Fall. Den räumen wir da. Was heißt, den räumen wir? Den packen wir da rein. Das Tool haben wir ja. Der war hier hinten. So, einen nehme ich schon mal mit. Der müsste eigentlich reichen für die beiden Blade Traps, glaube ich. Der müsste locker reichen. Trinken können wir hier auch mal. Wir tauschen jetzt mal gerade das hier. So, weil den Mais, den werden wir sowieso nie brauchen. Wir brauchen immer nur hier oben das zum Kochen. Wir haben noch nicht viel Tierfett und wir haben noch nicht viel Kartoffeln, weil wir die immer schwupp zu neuen Samen gemacht haben, ne? So, gehen wir runter. Ütsch, ütsch. Andreas schreibt, wenn man mit elektrischen Fallen spielt, kann man nie genug Motoren haben. Das ist wahr. Und wenn du Pumas jagen willst, dann brauchst du ein Motorrad dafür. Macht in voller Geschwindigkeit überfahren, vom Motorrad springen und draufhauen. Wenn der Puma wieder auf dem Bein ist, aufs Motorrad springen und das Ganze nochmal. Geile Idee. Geile Idee, muss ich sagen. So, Schatzsucher schmeißt mich weg. Nein, wir waren hier, ne? Prügelpeter ist auf 4 von 5. Dafür brauchen wir Level 10. Will ich jetzt nicht. Tyrannosaurus vielleicht nochmal. Hauptader, Bergarbeiter, weißt du, eigentlich haben wir da schon relativ viel. Heilfaktor, Ausdauertraining. Da sind wir 2 von 3. Das passt auch. Da ist 3 von 3.
Angriffswelle könnten wir jetzt eigentlich nochmal machen. Dafür brauchen wir das aber auf 4. Müssten wir hier erstmal so machen. Dup, dup. So, und ich sehe gerade, wir haben immer noch keinen Honig genommen, wir Experten. Sofern wir welchen haben. Haben wir. Aber gerade so. Gerade so gereicht. Ist das hier noch... Ist das Stein? Tatsache. Warum? Und oben drauf ist ein Holz, ne? Tschüss. Okay. Jetzt nicht mehr. Aber hier. Da müssen wir auch noch weitermachen. So ein bisschen. So, aber erstmal Basis jetzt, weil gleich Tag 21. So muss das sein. Sehr schön. Haben wir eine kleine Rundreise gemacht heute. Vom Schnee in die Wüste, wieder nach Hause. Bisschen eingesammelt. War zwar nichts Tolles bei, aber das war ja zu erwarten. Bei den Gegenden, wo wir rumfahren. Hütsch. Hopp. Hopp, hopp. So, erstmal die Ränder. Sehr gut. Das hier vor allem noch, das muss. Das darf kein Holz sein. So, dann gucken wir mal, wie lange die halten, die Blade Traps, weil wir haben ja keinen Stahl zum Reparieren. Haben wir ja noch nicht. EP. EP. Ganz viel EP. So, wir haben Tag 20, 16 Uhr. Gleich müsste eigentlich die obligatorische Hundehorde kommen. Bei dem Puma habe ich mich heute echt wieder erschreckt. Das war übel. Steht auf einmal hinter dir in der Bude. So. Also in echt möchte ich so einem Tier nicht begegnen. Ne? Das wird bestimmt übel enden. Wenn der eine Achterbahn aus dir macht... So. Am meisten müssten wir uns echt um ein Helmlicht jetzt kümmern, ey. Das ist... Pff, weiß auch nicht. Warum wir da keins finden im Moment? Das ist echt lächerlich. Ansonsten machen wir uns Fackeln, die wir da reinhängen, dass wir ein bisschen sehen. Weil sehen müssen wir ja was. Wir können ja nicht im Dunkeln da drin stehen. Fertig hier. Level schon wieder halb voll da durch. Dankeschön. So, hier auf der Ecke. Sehr gut. Ganz wichtig. Mal gucken, ob jetzt auch Geier kommen diesmal. Zack, zack, rauf hier, das noch zumachen. Da machen wir provisorisch, machen wir die einfach hier die Pressspanblöcke rein, weil wir noch keine Klappen haben. Und ich hoffe, die stapeln sich hier nicht so hoch, dass sie dann anfangen hier rumzuhauen. Das wäre mega doof. Hier ist genug Platz. So, Plan sieht vor, dass sie hier kommen und dann bup, 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 ne? Aber man sieht, wenn man schnell rennt, kann man hier bup, 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 drüber rennen. Ich denke mal, für Feral wird das nichts sein. Die werden da drüber rennen. Aber wir gucken. Dann müsste man immer zwei breit dazwischen machen, würde ich sagen. Weil dann können sie nicht drüber rennen. Selbst die Feralen. So. Türe. Haben wir Eisen dafür? Nein, haben wir nicht. Wir können aber noch den Motor da reinmachen. Sehr gut. So, der kommt hier rein. 50 Watt bringt der. Jetzt können wir die mal nehmen. Muss jetzt erstmal reichen. 20 Watt, 20 Watt, das wären 40 Watt, also passt es. Sehr gut, sehr gut. Ich denke, das wird locker reichen. Hier machen wir mal zu. Dafür muss ich mir noch eine Tür machen.
bereite mich dann vor. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, morgen bei der Tag 21 heute wieder, oder? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.